So, heute geht es um Diebstähle bzw. Teilediebstähle bei E-Bikes. Und zwar sind ja auch ganz fürchterlich beliebt die Tachoeinheiten hier. Zack, hat man das Tacho in der Hand. Bei eBay eingestellt. Zack, 50 Euro verdient. Da sind zwar Nummern drauf, wie ihr hier hinten seht. Aber diese Nummern sind nicht auf dem Fahrrad registriert oder an diesem Fahrrad registriert, was ich leider zu meinem eigenen Leidwesen auch schon feststellen musste, weil ich war jetzt schon mehrfach betroffen. Da sage ich gleich noch was zu, guckt euch das Wrack an. Und zwar habe ich mich jetzt informiert, eindringlich informiert, weil ich einfach keine Lust mehr habe, anderen Leuten günstige Akkus und günstige Displays zu verschaffen. Und zwar ist es hier möglich, bei diesem Display. Wie ihr das hier hinten seht, ist eine kleine Verschraubung drin. Da. Deine Schraube von der anderen Seite, hier ist ein durchgehendes Gewinde, durchzuschrauben und damit dieses Display zu fixieren. Das habe ich bei diesem Fahrrad auch schon gewusst, wo ich gleich noch zukomme. Da haben die dann quasi mit brachialer Gewalt sich das geholt, was sie wollten. So, wieder zurück zu dem eigentlichen Punkt. Und zwar muss man leider die komplette Displayhalterung abschrauben, was aber gar nicht so problematisch ist, weil das sind einfach nur vier Imbusschrauben von der anderen Seite. Dann kann man das Display abschrauben. Ich kann euch das nochmal zeigen. Ich habe das mal lose gemacht, dann kann man das drehen. Und zwar ist hier vorne quasi die Verschraubung. Jetzt zeige ich euch das aber nochmal vernünftig. Und zwar habe ich hier noch ein Displayteil. So sieht das von hinten aus. Sind übrigens auch Nummern drauf. Und hier ist diese kleine Schraube, die man braucht. Die ist wirklich nicht besonders lang, die ist ganz kurz nur. Die kann man von hier aus durchschrauben, geht in eine Versenkung rein oder die versenkt sich dann von hinten. Man kommt da auch nicht dran. Man muss wirklich das Ding abschrauben, also braucht man wesentlich mehr Zeit, als einfach nur im Vorbeilaufen mal zack zu machen und das Display wegzunehmen. Ja, ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Und zwar nimmt man das vermeintliche Display, was natürlich auch bei den Bosch Neon funktioniert. Leider auch zu spät erfahren, habe ich auch mal gehabt. Leider verschollen. Stiebt das darauf. Wie man da hinten sieht, ist da hinten eine kleine Schraube, die man sicherlich vom Fachhändler bzw. müsste sie eigentlich original dabei sein, dazu kriegt. Dann legt man das Teil ab. Natürlich nicht so intelligent, wenn auf Steine abzulegen, könnte jetzt ja kratzen, aber ist ja nur vorsichtig. Schraubt diese Schraube ganz bis zum Anschlag rein. Braucht man gar nicht viel Druck für. Ist ja Plastik. Und dann hat man hier hinten wieder diesen Clip hier. So haben wir das Akku, den Akku jetzt drauf und man hat hier hinten diesen Clip. Jetzt drücke ich diesen Clip nach hinten und drück und schieb und mach und tu. Also, ich bekomme quasi von dem Anschluss das Tacho nicht mehr runter. Durch diese kleine niedrige Schraube, die da hinten drin steckt. So kann man eigentlich ungestört wieder in zum Bäcker gehen oder mal einen Tee trinken gehen oder was ich was, ohne dass man gleich das ganze Fahrrad auseinanderbauen muss. Sprich, das Tacho abmachen muss, den Akku womöglich mitnehmen muss und sonstiges. Wie gesagt, zu meinem Leidwesen muss ich das leider schon feststellen, dass diese Teile anscheinend sehr beliebt sind. So, jetzt zu dem Akku. Da kann ich leider. So, der Akku. Der Akku ist leider ein großes Problem, weil das dafür gibt es noch keine Halterung. Wo man jetzt quasi den von hier aus umzufassen könnte und oben verbinden würde. Wäre vielleicht mal eine Idee für einen Tüftler zu Hause, mal sowas zu bauen. Der wird da bestimmt richtig Geld mitmachen. Ich habe da leider nicht so ganz so viel Zeit für. Und vielleicht auch nicht das Geschick, weiß ich nicht. Aber man braucht hier unten nur ein Scharnier zu machen. Denn Carbonkasten oder sonstiges, der hier oben überweg geht. Und dass man es hier oben mit einem kleinen Schloss verriegeln kann. Damit hat man dann auf jeden Fall schon mal die Gefahr behoben, dass man hier quasi den Akku unten raushebelt aus dem Schloss und den dadurch entwenden kann. Ich mache das jetzt so, ganz einfach und ja, ganz banal. Ich nehme das Ding und schließe das mit an meinem Schloss an. Ich wickel einfach, ziehe einfach das Schloss hier vorne raus oder man kann das auch mit einem normalen, ganz normalen Schloss machen. Einfach hier mit durch die Lasche, am Fahrrad mit dranhängen und fertig. Wassergeschützt, spritzwassergeschützt ist der Akku, da muss man sich also keine Gedanken machen. Und man hat den Dieben das extremst erschwert, weil die müssen ja quasi hier oben die Lasche kaputt machen, durchbrechen oder kaputt hauen oder durchkneifen, wie auch immer.
oder sägen. Und dadurch ist der Akku natürlich fast unverkäuflich, weil er ja nicht mehr Originalzustand ist. Ne? Wer will schon einen Akku haben mit einer zersägten Schlaufe oben? Ja. So, ich hoffe, ich habe euch ein kleines bisschen geholfen. Auf jeden Fall mit dem Display hoffe ich, dass ich euch ein bisschen geholfen habe. Wie gesagt, einfach Schraube hinten rein. Ist bei jedem Display hinten ein Gewinde drin. Kleine Schraube hinten rein. Beim Fachhändler gibt es die sicherlich. Ansonsten kann man sich die auch im Baumarkt holen. Eine ganz normale kleine Gewindeschraube. Und der Akku ist gesichert. Ich werde es ab jetzt auch immer so machen. Da ich, wie gesagt, jetzt komme ich zu meinem Fahrrad, ziemlich viel Pech gehabt habe. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe das Teil so befestigt und war ungefähr anderthalb Stunden weg. Da haben mir die, und ich bin jetzt nett und freundlich, die netten Mountainbike-Kollegen, und ich gehe mal davon aus, dass das welche waren, weil, guckt euch das an, die haben mir die Leitung durchgekniffen und haben dann mit zwei Imbusschrauben, die man hier ja nur hat, die kompletten Lenker abgezogen und haben den Lenker einfach mitgenommen. Naja, damit haben sie jetzt nicht nur mein Tacho, sondern auch meine Bremsen und ja, und sonstige andere Sachen, die da noch dran waren, meine Beleuchtung und naja, mein Vorbau und so weiter. Mein Sattel haben die netten Kollegen mir auch gezockt. Vielleicht hat es ja jemand gesehen. War im Harz, war in Schierke. Vielleicht hat ja auch jemand was gehört, dass irgendjemand damit rumgeprallt hat, was er nicht für ein günstiges Geschäft gemacht hat, beziehungsweise sehr günstig eingekauft hat und hat in Schierke oder im Harz diese Teile gekauft. Jetzt nochmal zu der Akkugeschichte. Die zeige ich euch jetzt nochmal, wie einfach das ist. Und zwar guckt euch das an. Da braucht man gar nicht so mörderfettes Werkzeug für. Das haben die hier einfach rausgehebelt, obwohl er war ein bisschen mehr damit beschäftigt anscheinend. Als sie mir das da drüben geklaut haben, bei meinem anderen Fahrrad, da waren die ein bisschen professioneller. Das war anscheinend ein fuschiger Laie. Trotzdem hat er es hingekriegt, das Teil zu zerstören hier. Ja, meine Versicherung wird natürlich auch so langsam schon mürbe und hat da keine Lust mehr zu, was ich auch gut verstehen kann. Und ja, wie ihr schon seht, ich bin selbst Leid getragen. Wenn man das Fahrrad so lange alleine stehen lässt am Waldweg, am Rand, dann hat der natürlich genug Zeit, sämtliche Sachen da abzuschrauben und abzubauen. Für normalen Stadtverkehr, wenn man mal eben schnell rausspringt, einkauft oder was ich was macht, wird kaum jemand Werkzeug dabei haben und wird den hier alles abmontieren und quasi mitnehmen. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein kleines bisschen geholfen. Wie gesagt, ich bin Leidtragender auch. Deswegen stelle ich es ein, weil es mich so langsam richtig anpisst, dass die Leute damit Mörderkohle verdienen. Das sind ja Stundenlöhne, rechnet das mal aus, wenn man so für so einen Akku auf dem Flohmarkt 150, 200 bestimmt kriegt. Für so ein Display, keine Ahnung, 30, 40, ich weiß es nicht, oder bei eBay oder was ich, wo die das verkaufen. Die machen sich ein schönes Leben und wir können dafür bezahlen. Nicht alle sind dagegen versichert. Ich war zum Glück bis jetzt dagegen versichert. Wahrscheinlich wird es mir jetzt gekündigt. Nun muss ich noch mehr aufpassen, dann muss mir noch mehr Sachen überlegen. Wenn einer eine Idee hat zu dieser Akkugeschichte, sprich von hier unten einen Kasten, den man hier oben zumachen kann, kleines Schloss mit dran oder so. Ich würde mich freuen über Ideen und Anregungen eurerseits. Da sind sicherlich ein paar Tüftler dabei, die da Ideen haben und können mit Sicherheit auch gutes Geld mit verdienen, Jungs. Bestimmt. Ich glaube schon, wenn ihr euch da was einfallen lasst, dass ihr da ein paar Euro mitmachen könnt. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Guckt euch meine anderen Videos an. Klicks und Abos sind natürlich immer begrüßt. Adios, ciao, ciao und goodbye.